Wir schauen uns die Gruppe der kurzen Außenrotatoren an. Wir haben hier den Gemellus superius, den Gemellus inferius und hier den Obturator internus, der von der Innenseite des Foramen Obturatum und vom knöchernen Rand außerhalb entspricht, also von der Membrana Obturatoria. Gemeinsamer Ansatzpunkt ist hier die Fossa trochanterica und diese Muskelgruppe wird auch als Triceps coxae bezeichnet, Gemellus superius, Obturator internus, Gemellus inferius. Manches Mal sprechen wir auch vom Österreicher Muskel. Der Gemellus superius entspringt hier von der Spina ischiadica und der Gemellus inferius hier vom oberen, also vom letzten Zipfel vom Tuber ischiadicum. Hier unten vom Tuber entspringend und rüber zur Crista intertrochanterica zieht der Quadratus femoris. Ein Muskel fehlt uns noch, das ist diese Sehne hier, das ist der Obturator externus, der von der Außenseite des Foramen Obturatum und der Membrana Obturatoria entspringt. Der Obturator internus nutzt den Knochen hier als Hypomochlion, als Umlenkrolle. Hier drunter liegt auch eine Bursa, die natürlich, wenn der Muskel gereizt ist, auch mal Probleme machen kann. Er ist mit dem Gluteus maximus und dem Quadratus femoris der stärkste Außenrotator im Hüftgelenk. Beim Sitzen, bei nach vorne gehobenem Bein, wirkt er als Abduktor. Die Gemelli unterstützen die Funktion des Obturator internus. Der Quadratus femoris ist ein sehr, sehr starker Außenrotator und auch ein Adduktor im Oberschenkel, weil er sehr weit hinten liegt, zieht er natürlich das Bein an, also auch ein Adduktor. Der Obturatorius internus ist ein schwacher Außenrotator und auch ein schwacher Adduktor. Ich hoffe, dass mit diesen Erklärungen die Gruppe der kurzen Außenrotatoren der Hüfte etwas logischer ist. Viel Erfolg beim Lernen!